Wir wollen noch unsere Erlebnisse, unseren Eindruck vom Oman mit euch teilen. Unser Fazit? Unser Fazit, genau. Überblicksmäßig muss man noch sagen, wir waren Halbzeit in Maskat und Halbzeit in Salalah. Und die Fahrt von oben nach unten und umgekehrt geht auf jeden Fall. Also man ist halt wirklich, Google Maps hat was von 9,5 Stunden gesagt, wir waren dann eigentlich immer so 10, 10,5 unterwegs. Ja, 11 gestern. Gestern fast 11, weil wir uns in Maskat standardmäßig auch wieder verfahren haben. Genau. So viel zu den Rahmenbedingungen. Und jetzt zum Eindruck. Was mich besonders am Oman begeistert hat, ist die Vielseitigkeit dieses Landes. Man hat extreme Canyons, man hat Gebirge, man kann dort super wandern. Man hat auf der anderen Seite dann eine unglaubliche Unterwasserwelt an geeigneten Spots. Da muss man sich ein bisschen erkundigen, wo man schön schnorcheln kann. Aber da ist die Unterwasserwelt wirklich super. Man sieht Schildkröten, Rochen, man kann Haie sehen, Riffhaie, Delfine gibt es, Walhaie gibt es. Die Chance besteht, dass man die alle sieht. Wir hatten leider mit Delfinen und Walhaien nicht so großes Glück. Aber dafür Schildkröten, Rochen, super viele Fische, Korallen. Dann hat man natürlich auch Wüsten. Auf der anderen Seite riesige Wüsten, wo man super Sanddünen sind, wo man mit dem Auto durchfahren kann. Dann im Süden vom Oman in Salalah, das ist die Oase des Omans, gibt es wirklich grüne Hügel. Also da meint man, man ist irgendwie zu Hause, weil auf einmal alles grün ist in dem eher sandgeprägten Land. Dann da unten diese Strände wie in der Karibik, türkisblau, super Aussichtspunkt gibt es da unten. Also wirklich weiße Sandstrände und theoretisch Schnorchelgebiete wie in Ägypten. Da hatten wir jetzt leider nicht so Glück, weil im Oktober dort Kelbzeit ist. Das heißt, da schwimmen extrem viele Algen rum und man kann schon drüber schnorcheln. Ja, das Rauchen nicht erlaubt, das wissen wohl alle. Ich habe Snorkeling verstanden. Snorkeling ist auch hier noch. Genau, und da war jetzt eben diese Algenzeit, also das Wasser war schon öfter mal sehr, sehr klar. Man kann auch über die Algen drüber schnorcheln, aber man sieht halt nichts. Man sieht keine Korallen, man sieht nur vereinzelt Fische. Was wir viel gesehen haben, waren Rochen und Schildkröten. Ja. Und was wirklich krass war, sind diese Riesenschildkröten. Also wir haben auch auf den Daymaniet Islands die normalen Unterwasserschildkröten gesehen, aber in Salalah, speziell in Mirbat unten, waren die bis zu 1,50 Meter groß. Man hat neben sich nur so einen riesen Schatten vorbeischwimmen sehen oder vom Land aus diese großen Köpfe auftauchen. Also da haben wir uns echt lange gefragt, was das eigentlich ist. Diese riesen Kugeln, die schwarzen Kugeln, die da aus dem Wasser rauskamen, das sind Schildkrötenköpfe. Also denen taugt es, sich in den Algen auszutoben, die fressen da. Okay, das war jetzt ein Riesenexkurs zum Schnorcheln. Nee, zu Schildkröten. Das war ein Riesenexkurs. Wir wollten kurz und bündig unser Fazit. Muss halt dann zusammenschneiden. Ja, das ist da ein Schnitt und da ein Schnitt. Also wenn man das Land auf eigene Faust mit dem Mietwagen erkundigt, ist es wirklich extrem vielseitig und also mir hat es extrem gut gefallen. Erwartungen übertroffen. Auf jeden Fall. Was uns auch aufgefallen ist, dass die Leute extrem gastfreundlich sind und dass man im Grunde auch, solange man jetzt keinen Unfug macht, tun kann, was man will und hinfahren kann, wo man will. Ja. Also es liegt wahrscheinlich auch an der Weitläufigkeit und dass halt der größte Teil des Landes aus Sand und Schotter besteht. Kann man wirklich überall hinfahren und alles auf eigene Faust erkunden. Und ja, also wenn die Omanis einen auf Tee einladen oder irgendwie Obst mitgeben wollen, nicht Nein sagen. Sonst sind sie traurig. Sonst sind sie echt traurig. Also wir haben auch immer Obst mitgenommen oder Wasser oder wir haben einmal sogar zu ihnen zum Shisha rauchen geguckt. sie sind wirklich unfassbar gastfreundlich, alle super nett. Man fühlt sich wirklich willkommen in dem Land. Kaum skeptische Blicke. In der Wüste wurde uns immer geholfen. Wir sind zweimal im Sand stecken geblieben. Zweimal haben sie uns rausgezogen. Super. Und vielleicht noch ein krasser Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden, also in der Gegend Maskat, da sind ja schon sehr viele Touristen und sehr viele Europäer vor allem unterwegs. Und in Salalah ist uns aufgefallen, dass die Touristen eigentlich alle an den Ressorts geblieben sind. Und wenn wir unterwegs waren, haben wir keine anderen getroffen, also keine anderen Touristen. Nur Einheimische an dem Wasserfall, wenn wir schnorcheln waren, an den Stränden, auf den Autobahnen. Wir haben keine anderen Touristen gesehen. Stimmt. Weil, ich weiß nicht, liegt es daran, dass sie sich da unten kein Mietauto nehmen oder wollen die einfach nur eine Woche an ihrem Ressort flacken und
Cocktails schlürfen. Mich hat es an dem Wasserfall so gewundert. Wir waren echt lange an dem Wasserfall, zweimal, einmal unten, einmal oben. Und wirklich, da waren nur Einheimische, kein einziger Touri. Das hat mich auch gewundert, weil der ist wirklich spektakulär, der Wasserfall. Schaut wunderschön aus. Wir waren zum Sonnenuntergang da, kein einziger, nur wir. Und viele Einheimische zum Beten, zum Grillen, zum Shisha-Rauchen. Genau. Und einfach nur zum Rumspazieren. Ja. Ja. War cool. Was ich eben auch, was du schon angesprochen hast mit dieser Freiheit, du kannst in dem Land echt viel machen. Autobahnauffahrt und Abfahrt kannst du eigentlich immer nehmen. Das heißt, du siehst was Cooles, du siehst ein Kamel an der Straße oder ein bisschen an der Seite von der Autobahn. Fährst du einfach von der Autobahn in den Schotter rein, kannst dir anschauen, da sagt niemand was. Du kannst auch gegen die Fahrtrichtung auf der Autobahn fahren, das stört auch keinen. Es gibt ein paar Omanis, die das gemacht haben. War für uns ein bisschen schockierend, aber nichts passiert. Auf jeden Fall, man hat hier noch sehr viele Freiheiten, weil auch sehr wenig Touristen unterwegs sind. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, hier unterwegs gewesen zu sein, besonders im Mietauto, dann auch die Offroad-Straßen, allein das war immer ein Erlebnis. Ja. Und ich überlege die Anfahrt zu dem einen Hotel im Gebirge, durch Pfützen, über Offroad-Pisten, das war echt lustig, mit Vierradantrieb, hat richtig Spaß gemacht auch. Und die meisten Omanis sind sehr interessiert und sprechen auch gut Englisch. Und wenn die mal nicht Englisch sprechen und man irgendwie durch eine kuriose Situation zusammenkommt, dann kann man sich mit Händen und Füßen verstehen. Das war auch oft ganz und die reden einfach immer weiter. Die reden Arabisch, du verstehst kein Wort, also irgendwann verstehst du halt mal, wenn er dann so zwischenzeitlich macht, dann meint er Essen, dann will er uns zum Essen einladen, aber die reden in einer Tour und du musst halt immer ein bisschen lächeln und nicken. Ja. Also man kommt dann schon irgendwie zusammen. Wir müssen los, Larry. Ja. Tschüss. Ah, kriegst du die Kurve? 100.000 Kilometer. Alles Gute zu 100.000 Kilometern, liebes Auto. We take a break now. Schnallen muss ich mich hier nicht. Aber wir sinken ein bisschen. Und los. Und darf ich nur 80 fahren, der überholt einfach. Ich glaube, ich spinne. Man kommt mit einem Tank mit diesem geilen Toyota ungefähr 400 Kilometer. Hey, super. Vielleicht sinkt man ein, so eine Scheiße. Wie ist das Puddeln? Zum Maul und Hilfen. Wink mal. Ah! War ein Stein! Das war ein Stein, ey! Ich pack jetzt meine Gummibärchen aus. Dieser Saft ist übrigens ohne künstliche Farbstoffe. 3, 2. Okay. Eine Kopfmassage ist warm. Der Wüstentarn. Aber hier sind keine Kühe. Ach Wahnsinn, fällt mir nichts mehr. Ich dachte, der den Wüsten steht. Your pizza is ready. You show me how to spread my wings. Ja. Boah, au! Ich dehne meinen Körper, weil ich seit 10 Stunden im Auto sitze. Seit 5.